Wie auch immer, voller Vergnügen ging ich in den Laden und schaute mir alles, was es da so gab, in Ruhe an. Regale voll mit Dildos in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Mein Gott, dachte ich, was stehen denn da für Geräte? Wie kann man sich denn sowas einführen? Riesenpöller überall. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich habe da was gekauft. Ich gehe da eher rein wie ein neugieriger Teenager. Das Buch heißt ja Ungeschminkt vom Leben gelernt. Und ungeschminkt steht für ehrlich. Ich lasse ein bisschen die Hosen runter, ich erzähle Geschichten, die ich so noch nie erzählt habe. Und ein ganz großes Kapitel nimmt Frauen und Finanzen ein, weil ich denke, finanzielle Intelligenz ist in diesen Niedrigzinsphasen einfach das Wichtigste. Und Frauen überlassen finanzielle Angelegenheiten oftmals noch ihren Männern und da ist noch Nachholbedarf. Ich bekomme immer ein monatliches Taschengeld. Nicht dein Ernst. Das kann ja wohl nicht groß ausfallen, wenn es jetzt schon alle ist. Was verdient ein Mann denn? Sie schaute mich entgeistert an. Ich weiß nicht, es ist alles verschlossen in so einem Schrank. Ich war vollkommen entsetzt. Sie hatte keine Ahnung, was ihr Mann monatlich verdiente. Frauen, nehmt euer Leben selbst in die Hand, stellt euer Licht nicht immer unter den Scheffel, macht euch zuerst selbst glücklich und dann könnt ihr auch andere glücklich machen. Ich habe so einige nette Geschichten erzählt, zum Beispiel mit dem Riesendildo in New York oder mein Ausflug mit meinen Freundinnen in einen original türkischen Hammam. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr lustig. Ja, es gibt einige nette Geschichten. Staunte und lernte, bis ich auf einmal ein riesiges, fleischiges, rosafarbenes Exemplar entdeckte. Den musste Cleo sehen. Ich war ganz aufgeregt und bat den Verkäufer: "Please, just a minute, I must show this to my friend. She doesn't want to come in. I'll be back in a minute." Ich freue mich riesig, dass es jetzt als Hörbuch kommt. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich das selber spreche. Und ich glaube, dass viele Menschen gerne Hörbücher hören, zum Beispiel auf langen Autofahren oder im Zug. Ich persönlich mache das auch ganz gerne. Also wenn ich Zeit habe, dass es schön mit einer schönen Stimme vorgelesen bekommt. Ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen es mögen und dass sie auch meine Stimme mögen und dass es gut ankommt.